Nessie Tausendschön. Und sie hat, glaube ich, noch jemanden mitgebracht. Nessie Tausendschön. So. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Ljudmila Semipalatinskaya. Ja? Und ich komme aus Semipalatin. So, pass auf. Warum bin ich gekommen nach Deutschland? Ganz einfach. Ich hatte Sehnsucht. Und ich hatte auch gesehen Katalog. Bei uns in Kasachstan gibt es Katalog mit deutschen Bauern für Heirat. Weißt du? Und da hat er mir ausgesucht aus Katalog deutsche Biobauer aus Bad Bevensen. Wo hat aber nicht geklappt. Hat nicht geklappt, weil Bauer hatte Herz aus Spinat. So, ich bin, das weiß ich natürlich, ich bin nicht schön, aber ich bin sehr treu. Und ich suche immer noch Mann, dem ich kann das beweisen. Vielleicht bist du. Ich kann dir beweisen Treue und dir kann ich auch beweisen Treue. Da musst du nicht lachen, kann dir beweisen schöne Treue. Und dir kann ich auch beweisen gute kasachische Treue. Und mit Schönheit ist so ein großes Problem, wenn es nicht vorhanden ist, Schönheit. Aber gibt Möglichkeit von Liften, ja? Sagst du in Kasachstan, altes Sprichwort, machst du aus alter Samovar keine Champagnerglas, aber ist Möglichkeit. Wenn Frau ist schön, da soll sie sich lassen liften. Aber wenn Frau ist hässlich, da soll Frau lieber bleiben lassen und Geld lieber investieren in neue Handtasche. Denn wer ist hässlich, der bleibt auch geliftet hässlich. Und deshalb kann ich auch immer wieder nur geben Tipp. An dieser Stelle gebe ich Tipp an Frau von der Leyen. Ich sage, oh, liebe Ursula von der Leyen, lassen Sie sich nicht liften. Das Verkniffene im Mund, Uschi, das kriegst du nicht weg. Das ist wie Betonsarkophag um Tschernobyl. So. Ja, so ist, musst du nicht komisch gucken. Und ich kann auch beweisen, dass da Uschi von der Leyen ist Laienpolitikerin. Ja, die hat nämlich was ganz anderes vorher gemacht. Die hat nämlich geschrieben Doktorarbeit und ich weiß den Titel von der Doktorarbeit. Pass auf, ich sage, geht so. C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Anion-Infektionssyndroms bei vorzeitiger Blasensprung und therapeutische Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung. Was ist das, hä? Dieser Scheiße, hä? Ich sage, was das ist. Pass auf, hör auf mit der Lärm. Ich sage, was das ist. Das ist keine Plagiat. Das hat die da Uschi alles selber ausgedacht. In kleine Uschi-Hirn. Aber Uschi, ich schlage Hirnlifting vor. Wenn du nämlich hast Gnade von später Geburt in Entspannungsbad, ja, da kannst du dir ausdenken. Unterwassergeburt von gebärfreudigen und ehrgeizigen Hannoveraner Stute in Niedersachsen. Aber bei uns in Kasachstan noch nicht einmal Beitelratte kann Unterwassergeburt. So ist. Ja, so ist. Deutsche wollen immer zurück zur Wurzel. Brauner Wurzel, weißt du? Ja, Wurzel ist, wo du hast Heimat. Und solange Heimat ist da, man spürt die Heimat kaum. Erst wenn Heimat ist weg, man hat Schmerz im Herz. Früher in Kasachstan, mich hat gestört Tina Suppe. Mich hat gestört Eselscheiße auf Straße. Jetzt mir fehlt Eselscheiße. Wenn ich sehe leere Straße ohne Eselscheiße, ich habe Schmerz im Herz. Ich habe versucht zu bekommen Heimatgefühl mit Hunderscheiße. Hat nicht geklappt. Ich habe versucht zu bekommen Heimat mit Hamsterkacke, wo hat auch nicht geklappt. Wenn ich fühlen will, Heimatgefühl, ich kann auch fragen, meine Bruder Vitali. Ich sage zu meinem Bruder Vitali, Vitali, komm, Brüderchen, schüttel deinen Schuppenscheitel, sage ich. Schüttel deinen Schuppenscheitel. Dann denke ich, es schneit.
Ja, und dann macht Bridechen Headbanging, like snow falling on cedars. Und ich habe Heimatgefühl, aber nur kurz. Und wenn ich habe solche Sehnsucht nach meiner Heimat, weißt du, was ich mache dann? Dann nehme ich meine geblümte Schürze von Kolchose, ich ziehe an, weißt du? Nehme ich meine geblümte Tuchwickelung, du Kupf. Nehme ich meine Fuchsmantel von Fuchs selbst geschossen in Steppe. Ich ziehe an und dann ich setze mich mit meiner Pelz in Gefriertruhe. Und dann ich mache ganz kalt und dunkel. Und dann ich zünde kleine Kerze. Und dann ich singe Lieder von Heimat. Prajni brava, Dniestrava, Furmeshnya horya, Dniestrishnin, Ki brava buvbara, Roshiha buvbara, Nisaryava. Спасибо. Ich gebe euch. Danke.